Ja, herzlich willkommen bei Sabbat Media. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Wir fangen sozusagen, das ist zumindest für mich ganz besonders, ganz pünktlich an. Und ich bin ganz aufgeregt, weil wir nämlich zum ersten Mal auch dieses Event heute live auf YouTube streamen. Der ein oder andere, der sich mit dem Marketing von Sabbat Media beschäftigt hat, der weiß vielleicht, dass diese Videos und Online-Kommunikation für mich ein wichtiges Thema ist. Insofern bin ich ganz stolz, dass wir den Peter haben, der sich darum kümmert. Das ist die Kamera. Das heißt, wenn Sie dann nicht mit drauf sein wollen, sind es vielleicht die hinteren Bereiche, ansonsten der Hinterkopf, glaube ich. Also wir werden darauf achten, dass insbesondere die Sprecher und das, was sie sagen, sozusagen zu sehen ist. Das ist das, was uns wichtig ist. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie hier sein wollen. Wir werden heute über Jira und alles, was da so drumherum gehört, sprechen, haben eine ganze Reihe von sehr hochkarätigen Sprechern. Ich würde ganz kurz mal die Agenda vorstellen und dann habe ich noch ein paar organisatorische Punkte, aber vielleicht fängt der Jan einfach mal an. Genau, also erstmal guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Jan Kuntscher. Der eine oder andere hat vielleicht auch das Begrüßungsvideo von mir schon gesehen. Ich sag mal, 3/4 der heute Teilnehmenden kenne ich auch persönlich. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid zum ersten AEC Jira. Vielleicht auch schon mal, wir haben auch vor, nächstes Jahr den AEC Jira zu wiederholen. Also falls es heute, es sollte auf jeden Fall gefallen, kann man dann direkt nächstes Jahr. Der Jan spielt darauf an, dass Sabbat Media so in der Historie sehr stark aus dem Conference-Kollaborationsbereich gewachsen ist. Korrekt. Und er will mich nur so ein bisschen necken. Dass, Jira ist eigentlich sozusagen das wichtigere Produkt für Atlassian, macht mehr Umsatz. Viele Leute landen da und kommen danach erst zu Confluence und es gibt mit Sicherheit eine Nachfolgeveranstaltung, wenn Ihnen das heute hier gefällt. Genau, dann kommen wir heute mal zur Agenda. Wir befinden uns ja gerade bei dem zweiten Punkt, 10.30 Uhr, offizielle Begrüßung. Ich denke nicht, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde euch langweilen werden. Wir werden das Ganze ein bisschen kürzer halten und da kann dann direkt Jens Schumacher von Atlassian gleich loslegen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Jens, extra aus Sydney angereist. Und ja, das Thema ist Simplicity at Scale, Growing Teams at Atlassian. Genau, das ist dann auch direkt unsere Keynote, dauert 45 Minuten dementsprechend. Anschließend, genau, können auch noch natürlich direkt Fragen gestellt werden. So viel Zeit sollte sein, dadurch, dass wir auch ein bisschen früher hier beginnen. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesem Vortrag. Jira ist ja eine sehr vielseitige Software. Also ich glaube, das kann man über Confluence vermutlich auch sagen, aber bei Jira ist es so, Sie können von einem ganz einfachen Projekt, der Jan und ich organisieren für uns alle hier, wir sind jetzt ein Unternehmen, für mich ein Sommerfest und da ist es mir eigentlich egal, ob der die Hüpfburg jetzt wirklich bestellt hat oder nicht. Das muss, die Tasks müssen da leicht reinkommen, ich muss sie leicht abhaken können, das soll alles sehr leichtgewichtig sein. Aber der Jens in diesem riesen Atlassian-Konzern, der müsste Millionen Entscheidungen treffen und der will dann Freigabeprozess haben, da sollen Leute drüber gucken und der braucht einen Workflow für diese Aufgaben. Und die können in dem gleichen System, in dem Jira mit unterschiedlichen Issue-Typen, mit unterschiedlichen Projekten, ganz unterschiedliche schwergewichtige oder leichtgewichtige Projekte realisieren. Ich kann in dem, und vielleicht kriegen wir sozusagen ein paar Anwendungsfälle, was Atlassian da so intern tut. Ich kann damit ein Service Desk abbilden, wo ich als IT für meine Mitarbeiter Dienstleistungen erbringen kann, Beschwerden entgegennehmen kann, Probleme fixen kann. Ich kann mit Kunden einen Service Desk anbieten. Was mich an Jira eigentlich persönlich am meisten begeistert, ist dieser Software-Teil, wo ich als Unternehmen komplett, ich hatte vorhin mit dem Herrn Enkrich, wo ist der? Ganz da hinten, schon darüber gesprochen, er sagte, ja, eigentlich würde ich dieses Jira in unserem ganzen Unternehmen einsetzen wollen. Also überall. Also alle. Wir haben da dieses Mantis und haben dieses andere Ding und das soll alles mit Jira gemacht werden. Und er sagt, ja, das sind Sie genau hier richtig. Das sind, ich hoffe, dass man sozusagen aus dem Vortrag von dem Jens und auch aus anderen Vorträgen sehen kann, dass es Unternehmen gibt, die genau das tun. Und gerade bei Jira Software ist es aus meiner Sicht so, dass Sie unabhängig jetzt davon, ob Sie Software entwickeln oder Produkte machen oder Dienstleistungen erbringen, den kompletten Wertschöpfungsprozess über Jira abbilden können, von Diskussionen in HipChat, Konzepten in Confluence, Dokumentationen in Confluence, dann irgendwelchen Aufgaben, die Sie in Jira anlegen, Code, den Sie in Bitbucket erstellen. Und das Coole an Jira ist, dass sozusagen so der Kern von dem aus ich dann
sozusagen als Geschäftsführer komme ich da so aus dieser Metaebene und sage, warum ist denn der Scheiß noch nicht erledigt? Und dann kann ich da reingehen und kann mir Issues angucken, sehe, ah, der Jens hat schon was gecodet, ah, sie haben es noch nicht deployed. Dann weiß ich sozusagen, was der Status ist, sehr, sehr viel Transparenz. Und beim Deployen oder beim Coden kann ich sehen, was hat denn sich der blöde Geschäftsführer dabei eigentlich gedacht? Und das Jira integriert das sehr schön. Schönerweise ist der Jens übrigens auch derjenige, der eins der erfolgreichsten YouTube-Videos von Cybert Media produziert hat mit mir. Da stellt er nämlich, 3 Jahre hatten wir gestern gesagt, das ist ungefähr her, mit mir vor, wie Jira diese Integration mit diesen anderen Tools hinkriegt. Also wie ich Full Traceability, habt ihr das damals genannt, also sozusagen von dem Konzept bis zum Code runter diese Transparenz bekomme. Und das hat eine sehr coole Facette. Und da gibt es noch 100.000 Anwendungsfälle von Jira, Asset Management, Safe, darüber wirst du später noch sprechen. Korrekt, ja. Und ja, das war mir noch wichtig. Vielleicht kriegen wir sozusagen einen kleinen Eindruck vom Jens, wie das so bei Atlassian läuft und was die für unterschiedliche Sachen mit Jira machen. Auf jeden Fall. Du wolltest den nächsten Punkt. Ja, genau, ich muss den, wir wollten uns ja abwechseln. Ne? Sorry, ich habe deinen jetzt gehijackt. Der Jan wird was über ConJira erzählen. Wir glauben, dass man die Verbindungen zwischen diesen Atlassian-Tools noch besser hinkriegen kann. Zudem haben wir sehr viele Kunden, die viel und umfangreich mit ihren Mitarbeitern in Confluence arbeiten und einige Mitarbeiter haben, die nicht so stark in Jira bisher eingebunden sind. Und ConJira ist ein Confluence-Plugin, das versucht, mehr Jira in Confluence zu bringen. Also kann ich, wird der Janis noch später erzählen, wenn ich Issues, also Vorgänge anlegen, kann die bearbeiten, kann viel mehr in den Issues sehen. Sie haben quasi sozusagen die bestehende Integration von Atlassian in den Confluence genommen und haben die ein bisschen aufgebohrt. Und genau so ist es. Ja. Vielleicht können wir ganz kurz mal die Hände heben. Wer, fangen wir ganz einfach an, wer nutzt denn Jira im Unternehmen? Ah, sie sind alle wach, super. Wer nutzt denn alles Confluence im Unternehmen? Okay. Und wer nutzt beide Tools verbunden? Okay, sehr schön. Wer erstellt aus Confluence heraus Jira-Vorgänge? Nochmal ein bisschen weniger? Okay, perfekt. Also ich sag mal, ich bin schon wieder ausgelockt. Ja, ich mach's gleich. Nein, ich sag dir jetzt mein Passwort nicht. Als Jan. Ja, ich bin ein kleiner Batman-Fan, wie man sieht. Genau, also grundsätzlich ist es jetzt, ist ConJira für jeden interessant, auch für die, die Confluence nicht im Einsatz haben, aber gerade für die, die beide Tools im Einsatz haben, wird der Vortrag auf jeden Fall sehr ansprechend sein. So, jetzt werde ich mal ganz kurz hier hin. Genau. Ich halte mich mal nicht an die Agenda, sondern erzähle ein bisschen was über die anderen Themen. Also der Jan wird mit der Firma Kegon zusammen, dem Felix Rüssel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist der Felix schon hier? Nee, der Felix ist noch nicht okay. Da. Kommt dann später noch? Aber du kannst und, jetzt dich wieder dranhalten. Ah, du meinst, ich soll jetzt nicht mehr sprengen. Genau, also vielleicht nach meinem Vortrag kommt dann die lang ersehnte Mittagspause, wo wir dann schönes Catering hier vorne aufstellen werden. Im Übrigen haben wir hier vorne das Frühstück, falls das jemand im Gang sein sollte, aber ich glaube nicht. Die Mittagspause geht dann bis um 1 und dann wird uns Alexander Eck, kannst du mal kurz winken, Alex, von Tempo, die ganz viele Plugins für Jira erstellt haben, wie zum Beispiel Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Timesheets, der ein oder andere. Wer hat denn Tempo Plugins im Einsatz? Fragen wir mal so. Okay, noch nicht so viele. Viel Potenzial, ja. Viel Potenzial. Alex, dräng dich an. Alex würde uns zeigen, wie die verschiedenen Tempo Tools agiles Projektmanagement in Jira unterstützen. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein. Ich will jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Gut, aber also Tempo ist, denke ich, eins der größten und erfolgreichsten Plugins im kompletten Atlassian-Ökosystem. Man könnte vermutlich sagen, ihr seid der größte Anbieter da. Insofern freuen wir uns sehr, ja, dass du extra gekommen bist und uns ein bisschen was erzählst, genau, was die Leute so mit Jira und euren Tools machen. Der Jan wird dann mit dem Felix zusammen was über Safe erzählen. Viele von Ihnen arbeiten in größeren Unternehmen. Und diese größeren Unternehmen fangen, zumindest nach unserer Erfahrung, langsam an, sich so mit Scrum und Kanban und agilen Vorgehensmodellen zu beschäftigen. Können wir auch ganz kurz mal das zücken hier. Ja, genau. Wer noch nicht geklebt hat, der sollte uns noch einen kleben. Und zwar sehen wir hier auch schon, dass wir haben sozusagen einen der
10 bis 50 User geklebt hatte, die anderen haben größere Instanzen. Wer hat denn den einen hier geklebt? Ja. Raus. Nein, Quatsch. Ich dachte schon, kann das irgendwas werden? Nein, das wird natürlich nichts, okay. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, genau. Nicht falsch verstehen. So, wer noch nicht geklebt hat, kann da später nochmal seinen gelben Punkt draufkleben. Felix und der Jan erzählen was über Safe. Da geht es darum, dass wenn ich jetzt also verstanden habe, dass Scrum und Kanban gut in meinem Unternehmen funktionieren kann, kommt irgendwann die Frage, ja, aber das ist ja so ein Scrum-Team, das hat ja irgendwie so 5 bis vielleicht 10, 12 maximal Leute, aber ich habe ja 300. Die arbeiten ja alle an der Sache da. Wie sollen die sich denn jetzt zusammen koordinieren? Also wie skaliere ich denn das? Also da hat der Jens auch vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen zu dieser Skalierung. Und das ist so ein Thema für uns häufig auch. Und der Jan und der Felix erzählen, wie wir das bei großen Unternehmen einführen, wie eine Lösung da aussieht. Freue ich mich persönlich schon drauf. Kann ich bestimmt auch noch was lernen. Ja, danach, das ist dann auch der letzte Vortrag. Um 14.15 Uhr gehen wir dann in die offenen Produktsessions über. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Räumlichkeiten, wo wir dann im Prinzip Stationen anbieten. Die meisten waren ja schon bei den letzten IECs dabei, es ist genau identisch. Das heißt, wir werden zum Beispiel hier drüben in dem großen Arbeitszimmer, das ist im Prinzip das Safe-Zimmer, wo wir nochmal dann über die Lösung sprechen, wo wir auch Erweiterungen zeigen, wie zum Beispiel von Rentouch mit den Touchscreens. Sehr interessant ist dort die Geschichte, dass man dann mit verteilten Teams in Echtzeit, egal wo die sich auf der Welt befinden, arbeiten kann und zum Beispiel ein PI-Planning für alle, die schon ein bisschen Safe-Kontext, den Kontext kennen, wo man das PI-Planning verteilt in Echtzeit abbilden kann. Dann werden wir noch ein anderes Zimmer haben, wo dann zum Beispiel Conjira drin zu finden ist oder Alex wird die Tempo-Tools zum Beispiel hinten an einem Stehtisch zeigen. Also dort kann man sich dann je nach Interessenslage hier orientieren. Ich kann den Zeitraum auch gerne benutzen, um so ein bisschen Networking zu machen. Wir werden da noch auch Kaffee und ein bisschen Kuchen haben. Der Open Space Teil, dafür habe ich hier dieses Board hingestellt, die Zeiten stimmen noch nicht ganz, aber da haben wir unterschiedliche Bereiche und die Agenda wird von Ihnen gefüllt. Sie könnten sich also jetzt schon mal Gedanken machen, was ist denn etwas, das ich heute hier mit nach Hause nehmen möchte oder was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich hierher gekommen bin. Ich weiß sozusagen, die meisten von Ihnen sind gekommen, um diese Tempo-Erweiterungen später zu kaufen, aber wenn Sie noch ein zweites Ziel haben, dann können Sie das sozusagen auf den Zettel, also jetzt müssen Sie sich erstmal sozusagen merken, aber nachher können Sie es auf den Zettel schreiben und können dann sagen, ich bin der Jens, ich bin von Atlassian und ich möchte gerne über Skalierung sprechen und ich mache das um 15.45 Uhr im Wohnzimmer. Und dann können andere die Hand heben und können sagen, ob sie da auch Interesse dran haben. Und das Coole daran ist, und das ist mir echt wichtig, dass Sie sozusagen das ernst nehmen, dass Sie können Ihr Thema da besprechen. Die sind, können wir mal ganz kurz, da wird Media-Mitarbeiter, die haben so ein grünes Schild, können wir mal kurz die Hand heben. Da sind also eine ganze Reihe von Leuten bei uns dabei, die sonst Jira-Beratung machen, die in diese Sessions kommen und mit Ihnen versuchen werden, und da sind natürlich auch noch andere Kunden dabei, ihre Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Insofern denken Sie jetzt schon mal nach, was ist denn was ich später da besprechen will. Sowohl die Produktsessions als auch das Open Space sind relativ frei und offen und das können Sie auch einfach zum Networken und Abhängen nutzen. Aber ich glaube, da liegt relativ viel Nutzen drin, wenn Sie das sinnvoll nutzen und nicht einfach zu so einem Depeche Mode Konzert abdüsen. Herzlich willkommen, Tommy übrigens. Ja, genau, das ist es eigentlich. Ich finde es eine schöne Agenda. Wie viel haben wir jetzt gerade? Ich glaube, es soll heute 34 Grad werden, hat mir meine Uhr heute Morgen gesagt. hier so ab 17 Uhr, wer dann noch Sitzfleisch hat. Irgendwer, der Falco Mohl ist, glaube ich, da, von Atlassian auch. Ich glaube, das ist da hinten irgendwo. Also haben wir sozusagen, da hinten. Also ganz hochrangigen Besuch haben wir auch aus dem Amsterdam Office. Der sagte mir, I'm gonna drive late to avoid traffic. Also wenn Sie auch noch spät da sind, dann können wir bei 34 Grad auf der Terrasse noch was grillen. Aber das ist dann mehr so sozusagen lockeres Ausklingen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und without further ado, wenn du möchtest, Jens,
Schalten wir mal dein Mikrofon ein. Und ah ja, oh, die ganzen organisatorischen Sachen. Ja. Ich bin gebrieft worden, aber kein Verlass. Kein Verlass, ja. Okay, also es gibt ein paar organisatorische Sachen. Zum Beispiel Toiletten. Hier. Und hier den Gang runter und dann rechts rein. Das ist auch ein Meetingraum, den wir beim Open Space später benutzen werden. Benutzen Sie die bitte auch einfach, nehmen Sie sich auch zu essen. Ich behaupte einfach mal, die Sprecher kommen damit zurecht. Also Sie brauchen jetzt nicht hier die ganze Zeit kleben zu bleiben, wenn Sie das schwierig ist. Open Space, habe ich schon gesagt, Videoaufzeichnung, wenn Sie nicht drauf sein sollen, gehen Sie ein bisschen weiter nach hinten. Es gibt einen Live-Blog, bin ich auch ganz stolz drauf, ist die Alina sehr aktiv bei, unter cyberbiz/aecjira-live steht auch super lesbar hier. Wenn Sie es eingeben wollen, können Sie gucken, was wir so live bloggen. Und dann gibt es einen Hashtag, den ich überklebt habe, aecjira. Wenn Sie tweeten, was wir hoffen, dann nutzen Sie den doch gerne. Der grüne Schilder hat es von Cybert Media und weiß, wo die Toiletten ist und wo es was zu trinken gibt. Und jetzt hilft mir die Alina noch. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Ja. Ja, ganz gut, ja. Zweiter Versuch. Ja, dann übergeben wir mal an Jens.